So, das ist mal ein kleines Testvideo mit einem Greenscreen. Ich habe schon seit sehr langer Zeit versucht, ein Video mit Greenscreen zu machen. Ich werde mal schauen, ob ich mich in eine Ecke vom Video hinein platziere oder ob ich den ganzen Bildschirm einnehmen werde. Ich werde mal schauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe schon seit so langer Zeit versucht, vernünftig mit einem Greenscreen ein Video zu machen, aber das hat einfach nie wirklich funktioniert. Und zwar die wichtigsten zwei Faktoren sind einmal das Licht. Man braucht wirklich das richtige Licht. Man braucht eigentlich idealerweise ein eigenes Licht für den Greenscreen hinten, man braucht ein eigenes Licht für das Gesicht. Und dann braucht man aber dafür idealerweise einen großen Raum. Und ich habe keinen großen Raum. Ja, dort hier, wo ich wohne, in dieser kleinen Wohnung, gibt es keine großen Räume. Und deswegen kann man diese Tiefe nicht bekommen. Also eigentlich, je weiter man weg vom Greenscreen ist, desto besser. Ja, desto besser. Aber das geht bei mir halt einfach nicht. Und ich habe jetzt einfach auch eine neue Software gekauft. Ich habe meine neue Videobearbeitungssoftware gekauft. Und mit der möchte ich jetzt auch, bessere Videos machen, neue Effekte benutzen und darauf freue ich mich schon sehr, beziehungsweise ich habe schon damit angefangen. Das heißt, ich freue mich sehr darüber, dass ich jetzt damit arbeite. Und ich werde mal schauen. Also man kann, wie gesagt, so viel mit Greenscreen machen. Also das ist etwas, was mir jetzt sehr viel neue Motivation gibt, Videos auf Deutsch zu machen, auf Chinesisch zu machen, auf Spanisch zu machen. Irgendwie was Neues, womit ich herumspielen kann. Also man kann Videos damit im Hintergrund einblenden, man kann Fotos einblenden. Das ist einfach super. Und, oder auch Grafiken, was auch immer, was man will. Und das ist so mal irgendwie wieder eine neue Etappe, die jetzt begonnen hat. Ich hoffe, das Video, das ich jetzt hier drehe, funktioniert auch irgendwie. Also ich hoffe, man kann, wie gesagt, mein Gesicht gut vom Hintergrund herausfiltern. Ja. Das wäre natürlich gut. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Wie gesagt, ich drehe jetzt gerade das Video. Ich schaue mal, ob das funktioniert oder nicht.